Ach, fuck. Hä? Jetzt hat er keine Inka gezogen, du Bauer. Ja, das war bei 2. Ja, Enes. Hey, das war dein Key. Nein, meiner ist nicht drin. Jo, scheiß doch, für deinen Mob braucht er jetzt keine Inka, Alter. Ja, ne, ist jetzt kein Weltuntergang, aber... Norbert hat gesagt, wenn ich schneller drin hat, also hab ich... Ja, bei null! Hab ich ihn einfach reingemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, also... Eigentlich, was mache ich einen Timer, wenn er dann pre-startet? Na gut. Egal. Perfekt. Luga, ich grüße dich. So, komm, ich launch schon mal. Der stirbt in den Dots. Also wir machen das so, ich laufe wieder ein bisschen rüber, wir pullen den ganzen Ding ran und sobald die down sind, kannst du schon mal lossprinten und unten anquatschen. Dann müsst auf jeden Fall ausreichen. Kommen die jetzt da von da unten? Ah ja, da sind... Here we go. Schauen wir mal, wer hier eh Schaden macht. Der Eule wird... Nein! Stun! Das kann ich mir nicht erzählen! Warum haut denn der einen Stun-Totem rein, in dem Moment, wo ich loslaufe und alle Mobs auf 5% sind? Das kannst du mir nicht erzählen! Vorher schon die ganze Zeit von den Dämonen, die Procs, wo ich sage, okay, da kannst du ja nichts machen. Aber er tut aktiv sein scheiß Stun-Totem da rein. Ich verstehe es nicht. Also du läufst schon mal runter, wir ziehen jetzt... Achso, die zwei sind auch mitgekommen, okay, interesting. Das habe ich so oft, wenn so blutig Sachen sind. Ich laufe schon von den Mobs weg, irgendwer macht einen Master. Denkst du so, danke für nichts. Und dann wirst du das Tank geflamed, oh, ziehst du denn nicht raus da? Also ich komme hier langsam vor wie im Champions League Finale, ich sag's euch, wieso es diese Emotionen drin, das ist der Wahnsinn. Ja, aber da krieg ich echt einen Hass. Bei sowas krieg ich echt einen Hass. Robert? Was? Warst du schon on Tour? Ja, man hört schon was labern, also er muss schon unten gewesen sein. Ich wollte nur kurz nochmal fragen. Wenn ich davor stehe, er macht seinen Cleave. Oh, ich sag's euch, wie es ist. Paul fehlt, Alter. Oh, jetzt castet der eine da drin. Kann man rausnocken? Nein, geht jetzt nicht. Jetzt rennt er da nochmal durch. Kannst du, glaube ich, nur stunnen oder sowas oder desorientieren, dass er aufhört, seinen Goldcast zu wirken? Ja. Aber der Boss geht schon los unten. Ja, gut, der startet erst, wenn wir den pullen, ne? Also. Oh. Aber der Mob steht schon da, das ist gut. Ja, also, wenn du da nicht vorher runtergehst und anquatscht, dann. Hast du der so einen. Starter, Boss. Auch nicht pullen, nee, bitte. Jetzt, ja. Gepult, Unlucky Norbert. Machst du das erste? Okay, nee. Anscheinend nicht. Ich mach ab jetzt. Okay, der Schami ich hat. Auch, dann mach ich auch, den nächsten. Okay, dann mach ich den übernächsten. Also den nächsten mach ich jetzt. Ja, dann Enes, oder? Wir haben den Heiler wieder nicht gefragt, ob er die Weak-Aura hat und ob die wissen, dass wir... Egal, Enes kann's, ich mach's. Okay. Kann den wer? Ja, als nächstes ist Enes wieder. Enes als nächstes. Hab. Ads? Du hast falsch gekickt. Hauptsache, Irga, du hast gekickt, Junge. Kann wer kicken? Ja, als nächstes. Hoch. Okay, wir müssen jetzt hoch. Okay, du rip. Alter. Es war mir klar, dass er verreckt. Ich hol den. Was für ein nice one! Ey, ich. Ja, ich glaube, hat ihm einer das Ding geklaut oder? Nee, was? Das war meins. Ich stehe hier die ganze Zeit, er soll sich verpissen. Oh, jetzt Digga. Mal hier. Das ist nur ein Murloc. Bitwill. Als nächstes Tiller.
Ja, ich kann den wieder kicken, mach. Kann wer von euch? Ja. Grad so. Ah, okay, wir müssen wieder hoch. Oh, der Hexer nimmt das okay. Ja, ich hab mich extra da jetzt positioniert ins Letzte, damit es keiner sagt. Und jetzt sagt's wieder jemand. Du, alles gut, ich hab's andere genommen. Ich dachte mir, ich lauf extra nach außen, das quasi in der Mili-Fraktion. Ich suche das ganz hinten. Das ganz hinten, das Letzte suche ich mir. Fuck, da muss ich hier raus. Das ist meins. Ich kann nicht? Kann irgendwer? Okay, ich kann das Nächste jetzt. Mach das. Okay, das war nicht so gut. Ich würde sagen, einfach auf den Boss jetzt durchziehen, oder? Die Dings dürfen im Cleave sterben. Kann das? Ich kann nicht. Ja, dass ich die nochmal ein bisschen anhit, aber die scheinen eh random zu casten. Norbert, das ist meiner? Oder? Jo, egal. Du kriegst doch die ganze Zeit das Falsche, kann das sein? Nein, ich hab's Portal gemeint. Das Portal gemeint, nicht den Kicken. Einfach irgendwas kicken, egal. Oh fuck. Die wollte ich nicht alle haben. Ah, das ist okay. Ich dachte mir gerade, ich bin doch gar nicht ganz hintergelaufen. Da war dieser Stern-Dings da, Bumster. Ich glaub, da müssen die ein bisschen raus. Ich zieh die. Raus. Ja, genau. Ja, ich genau, zieh die hier rein. Fansbleche. Let's go. Ich dachte mir gerade, warum sind die denn jetzt alle gekommen? Dann habe ich nur gesehen, da fliegen so ein paar Sternchen. Ja, die dürfen eigentlich nicht pullen. Ja, wir haben dann Dulu am Beat. Der gute Mann. Ja, aber die dürfen nicht pullen, Leute, die outside sind. Alter, die haben so viele Void-Effekte hier. Ah, Erdele. Ich seh's. Ist am Ende. Die müssen da aus dem Ding raus. Hä, wir haben einen Bock. Woher? Es kommt alles. Also, das kann ich mir jetzt nicht erzählen, dass die Eule das nicht gepullt hat. Das war nicht die Inka durch die Wand. Jetzt sind die geroutet in der Suppe drin. Ich kann euch nicht sagen, wo die jetzt herkommen. Also, ich habe die sicher nicht geedit. Wollen wir an dieser Stelle Death skippen? Ja, schreibt es mal, dass wir einfach einen Self-Skip machen. Ja, wir müssen die eigentlich töten. Krieg ich nie mehr alle, tut schon, wie viele Mobs das sind. Das ist. So können wir jetzt aus der Scheiße eine gute Sache draus machen. Vielleicht stirbt nur der eine oder andere. Also, ich kann euch nicht. Also, das muss ja die Eule gepullt haben mit dem Sternenregen. Das kann ja nicht anders sein. Die sind von unten gekommen, die Mobs. Nee, das war. Der Boss Nafresim war der letzte. Das ist der letzte, bevor es runtergeht. Also unten haben Mobs gefehlt, auf jeden Fall. I don't know. Also, die Inni ist an sich kacke, ne? Aber die ist halt auch übelst buggy. Ja. Das kann ich mir doch nicht erzählen, dass jetzt die von dem anderen Raum ganz von hinten gekommen sind. Wollen wir Morose zuerst machen? Ich will den weghaben. Ja, ich würde auch sagen Morose eigentlich. Jetzt sind wir schon runter. Lass. Ja. Okay. Komm, ich pull die Pferde jetzt schon mal raus hier. Dann haben wir das ein bisschen gechillter. Und dann machen wir erst links die ganzen Mobs. Ich weiß nicht, was der Solarbeam gebracht hat. Ja, ich dachte mir auch, die Kasten da eigentlich da nichts. Ja. Aber okay, er hat's probiert. Manchmal macht man das fürs bessere Gefühl. Bleib starr, mein Freund. Ich dachte mir gerade sagen hier. Ja, diesmal mach mal rechts alles. Ja, ja. Die waren ja das letzte Mal einfach nur dazu geedit. Ja, eigentlich nicht geplant. Ist natürlich halt jetzt schon wieder beschissen. Jetzt haben wir drüben halt kaum Prozente. Ja,
latsche mal ein bisschen weg da. Eine Kastanier Heilung, haben wir die? Ja, es ist das gekickt worden. Okay. Bisschen rausziehen da. Der Warlock ist so genervt worden im AOE, Alter. Das ist so insane. Was ist der? Genervt worden im AOE, das ist so insane, Digga. Du bist trotzdem immer über mir. Ja, aber... Man Stun auch öfter benutzen, hat immer das Mass Entangle mit dabei. Jetzt habe ich mal um auf den Stun die andere Richtung chargen lassen gleich. Also wir können halt bei Morose auch versuchen, das einzeln zu machen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das halt in die Hose geht, weil wir zu viel Cleave haben. Ja, ich pull sie raus. Machen wir es safe. Alter, was droppen die mir denn jetzt hier gerade? Der halt wieder. Ich das hier mal. Ah ne, ich hab kein das hier. Haben wir zumindest nicht noch ein Midi dabei, wisst ihr? Da tut man sich einen Ticken einfacher. Wir müssen gleich wieder rüberlatschen, gell? Ne, wir haben doch alles gemacht. Oder haben wir nicht alle gemacht? Nee. Ah fuck, ich hab's wieder vergessen. Ja, okay. Müssen wir nochmal rüber. Shit, jetzt kann ich mich entscheiden, in welche Void ich reinlaufen will. Noxe einmal. Oh. Bist du am Schlafen? Ja. Kann er theoretisch duspeln, der Heiler, wenn er will. Diese mal ein bisschen weg hier. Ding, und dann laufen wir einmal rüber. Ich hab's vorher noch gesagt, ne? Mhm. Ich hab gedacht, du hast es. Aber dann... Nee, dann bin ich hier weitergelaufen, hab die aus den Augen verloren. Also wenn wir es um 5 Sekunden nicht schaffen, dann bin ich schuld. Ja, du kannst ja auch von hier... Oder wir ziehen die in den Boss rein. Nee. Ich hätte Inka ready. Aber ja, es ist sicherheitsweise nett. Irgendwie mehr mit Chummy Heals zu spielen, da bist du viel safer, so von der Heilung her. Hab egal, ich finde auch eigentlich, also nee, ich finde das Gefühl habe ich gerade auch. Mit Priester. Und er macht sogar noch Damage. Mit Priester, also immer wenn ich mit Priester spiele, egal mit welchem, fühle ich mich richtig unsicher, dann muss ich immer selber so viel rödeln. Keine Ahnung, warum das so ist. Eigentlich ist aber Priester the way to go, ne, heiltechnisch eigentlich. Den Cooldowns macht man hier, wenn er runtergeht vom Reit. Ah, okay. Hier im... Achso, du hast es schon gedispelt, oder? Nö, der Bruder hat schon gedispelt. Der Bruder, okay. Okay, jetzt so.
Junge, ich hab's sogar noch gefressen. Junge. Passt auf. Ihr müsst auch immer gucken, der Boss castet so einen Cleave. Und wenn er da drin steht, kriegt ihr auch einen Haufen Damage. Geteiltes Leid. Jetzt macht er geteiltes Leid. Raus. Frontal. Jetzt mal kommt der Frontal. Okay, der ist gerade nochmal weg, okay. Nur Vorsicht, dodgen. Pferde. Damage ist hier egal. Ja gut, wir müssen ihn schon runterkriegen. Aber ja, stimmt. Muss man nicht. Doch, du musst den Boss runterhauen. Das ist noch Zeit. Echt? Oh, der Heiler tot. Ich hol ihn. Nee, das ist doch, du musst den Boss da, glaube ich, runterhauen. Jo. Oh, da ist der. Vorsicht. Der Eule rennt rein. Komm, der Jäger hat nur noch nicht mehr viel Leben. Achtung, den Achtung, Platz Achtung, der weg. Hit. Teilt es Leid. Raus da. Das ist also. Isbel, ich hab dich. Ich glaube schon, dass du dann auf 50% runterklopfen musst, dass die Phase endet, wenn ich ehrlich bin. Meine ich zumindest. Ja, dann kommt er nämlich raus. Also das ist nicht nach Zeit. Okay. Oh fuck. Da wollen wir jetzt hier. Ja, ich nicht vertan. Müsst halt echt ein bisschen aufpassen, wenn er seinen Hit macht jetzt zum Beispiel, weil ich muss hier auch rauslaufen, dann drehe ich ihn halt, ne? Dass ihr dann nicht da drin steht. Okay. Macht er wieder seinen Hit, okay. Das ist nämlich das Ätzende. Er haut den Hit auf mich drauf und habe ich Hälfte live nur. Seht ihr, jetzt habe ich nur 59k Leben. Das ist richtig rotzig. Das war doch jetzt mal halbwegs schön runtergespielt. Ja. Wir brauchen doch jetzt einen Haufen Trash. Wir können eigentlich hier hochlaufen und darüber gehen. Wisst ihr, was ich meine? Zimmer Rose. Na. Okay. Wenn du das sagen. Da hinten kommen auch noch Mobs. Ich kenne mich halbwegs gut in der Innie aus, wo man langlaufen kann. Also ja. Gehen wir über die Küche einfach, dann können wir noch extra fallen. Also wenn ihr wollt, ich bin voll weggestunt, also falls euch was hittet, der Hund hier macht ein bisschen Stress. Gehen wir über die Küche halt hinten rum. Wir können schon alle eine Falle und die One-by-One spielen, aber ehrlich gesagt... Ach, warte mal, kann ich aus dem Schildschlag rauslaufen? Ich glaube, da kann man rauslaufen, oder? Kann das sein? Du hast es gerade auf jeden Fall gemacht, ja. Ja, ich bin, weil da... Ich dachte immer, das kann man quasi... Nein, der eine Dude. Ich kann den halt vielleicht knocken. Ja. Okay, jetzt steht er zumindest draußen, der Hunter. Ja, ich glaube, da kann man rausrennen. Ah ja, gut zu wissen. Ja gut, das machen wir die beiden Gruppen. Okay. Wenn du dann einmal einen Stun gefressen hast, dann warst du es dann, bist du durchgehend halt weggestunt. Hat der Heiler released? Jo. Wollt ein bisschen nach hinten wegziehen. Also ihr müsst aufpassen, das ist anscheinend auch eine Fläche. Und... Ja, das ist ein kleiner Frontal, ist das. Ah, jetzt hast du Bekanntschaft mit dem Frontal gemacht. Ja, aber ich habe einen Frontal abbekommen von einem, der viel weiter hinten stand. Nicht von dem ersten. Jetzt bleibe ich aber liegen. Bleib liegen, ja. Oh. Plötzlich. Nicht da hoch, da geht's, da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Ja, ich weiß. Da geht's zu Nightbane. Wieder, schon wieder belegt? Wir müssen hier hinten weiter. Ich wollte nur kurz schauen, was da oben so abgeht. Zieh die mal hier in den Raum rein, dass wir nicht noch mehr adden. Wieder macht er wieder seinen Hit. Also ich laufe dann immer jetzt ein bisschen, er macht wieder seinen Schildschlag, dann nicht davor stehen, dann
Haut da immer so ein Zeug aus, das ist halt ein bisschen eklig jetzt. Oder ich könnte eigentlich wahrscheinlich auch einfach hinter ihm laufen. Bis die so nicht ganz so viel ziehen. Das ist gefährlicher, weil dann läufst du mich rein. Und dann macht ja, der nächste. Nee, okay, dann ziehst du halt einfach immer ein Stück weiter. Ja. Ich drehe sie jetzt wieder um, pass auf, und dann laufe ich in die andere Richtung wieder zurück. Na gut, das muss ich sehr aus dem Blut rausziehen. Okay, oder er stirbt nicht. Das sind wir mal. Typhoon, wenn es geht. Nice. Der andere hat Typhoon. Scheiß Wachen nicht. Aber wieder was gelernt hier in dem Key. Also da oben, jetzt können wir rechts quasi in die Küche laufen. Ich ziehe aber die Mobs raus. What the? Okay, ich habe ihn wieder getauntet. Hatte ich Aggro? Ja, du hast... Ganz kurz hast du Aggro gezogen von dem Großen. Aber ich schieße dir doch immer auf. Keine Ahnung, du hast gerade anscheinend richtig rausgerödelt. Oh, ich bin übelst weggeslowt. 70% Slow habe ich drauf. Dachte mir gerade, ich wollte die rausziehen. Komm nicht vom Fleck. Okay, jetzt können wir hier so Fallen mitnehmen. Ich nehme schon mal eine. Mal die hier noch. Ich habe auch eine mitgenommen. Haben wir jetzt eigentlich HT gezogen bei dem Dude gerade? Ja. Naja, gut. Na gut, egal. Wie wir bitte Morose diesmal einzeln. Wir können es machen, ja. Wir dürfen dann aber. Wir müssen halt echt gucken, dass wir kaum schaden. Ja, das Problem ist, ich cleave mit allem. Oder mit fast allem. Solange du einen Stun machst, ist es egal. Die Eule wird halt nee, mein Infernal, der haut einfach random auf jeden seinen Dot. Das nur auf den, wo du gehst. Nee, auf jeden. Okay, wir können jetzt wieder hier ein paar von den Kleinen mitnehmen. Hello, Special Delivery. Der eine Geist hat auf den anderen Dude da Bock. Okay, da einen haben wir da hinten noch, den können wir dann gleich noch mitnehmen. Obwohl, nee, lass den Boss spielen, wir haben ja HT dann. Ich habe auch eine Trap, auf wen soll ich meinen Trap machen? Könnt ihr mich warte, wir schmeißen die alle gleichzeitig, weil die halten nur eine Minute. Wenn wir die jetzt zu früh schmeißen, dann müssen wir eben warten. Ja, ich weiß, dann müssen wir nur sagen, auf wen ich mag dann einfach. So, da sollte ich vielleicht rauslaufen. Also, wir machen auf jeden Fall den Lord Robin als erstes. Tot. Und Lady Kira als letztes. So, ihr sagt mir, auf welchen ich meinen schmeißen soll, dann werde ich das tun. Ich schmeiß auf gelb, ja? Jo. Ja. Okay. Ich mache auf grün. Ich mache auf Lady Kira. Dann mache ich auf orange. Okay, nee, ist schon. Okay, wir pullen runter mit HT. Ja. Und dann nur auf den einen. Müssen dann halt instant da oben kicken, ne? Also wenn du dein Pet hast,
Dann lass als nächstes. Ich hol grün raus. Ich mach's, ja. Kicken. Kick als nächstes. Okay, Shami hat. Aber auch. Mach du als nächstes, als übernächstes mach ich. Ich hab. Da müssen wir raus. Okay. Okay, als nächstes Baron. Kicken. Ich kann nicht. Nein. Oh. Hab die Bleine. Sind jetzt alle. Ich kick jetzt. Der Boss hat halt kicken. Kann wer kicken? Jetzt holt er alle raus. Ist das, was ich meine? Hab gekickt. Die Waffentossi muss sterben. Oh, eigentlich beide. Die sind beide tot. Wenn Mana Saga durchkommt oder verstärkt Waffen, sind wir tot. Tot? Verstärkt Waffen muss gekickt werden. Von Lady. Jojo. Das muss gekickt werden. Jo, ab. Sehr schön, Junge. Hä, warum hat sich Morose jetzt nicht hochgeheilt? Er hat alle rausgeholt. Normalerweise sollte er sich doch hochheilen. Aber naja. Das, was ich meinte, ne? Dass. Ja. Wenn du die alle einzeln spielst, dann holt er sie irgendwann raus. I don't know. Oder hat irgendjemand zu viel? Also, ich hab nicht einmal mein Ding angemacht, außer jetzt am Ende. Mein AOE gedünst. Na, wahrscheinlich hab ich zu viel AOE. Ja, gut, ich hab halt am meisten Schaden sogar. Ich cleave halt mit allem, ne, sobald da was am Start ist, das ist das Ding. Gut. Ich glaube, das Beste, was du haben kannst, HT am Anfang und rödelst zwei Instant weg mit allem, was du hast. Einen, den du kicken kannst, weißt du, und den Melee-Mob, den musst du ja nicht kicken. Und ich glaube, das ist der Way to go. Da musst du, die ersten zwei Kicks müssen halt auf jeden Fall sitzen, dass er runterkommt, dass man ordentlich reinkleven kann. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Weil wenn du alle einzeln spielst, das wird nicht funktionieren. Pass ein bisschen auf, die Sleepfläche kommt da so ein bisschen rüber. Wie viel haben wir denn jetzt? 67. Ich weiß nicht, das könnte. Also ich denke mal, weil wir relativ viel da hinten jetzt gemacht haben. Das könnte ausgehen, ja. Wir müssen jetzt nochmal komplett hochlaufen. Dann noch was dazu pullen? Na komm. Geht mal hinter die Ecke, ich zieh die rum hier, das sind alles Caster. Alter. Ja, der hat dich jetzt weggemeliet, der Dude. Ja, weil der Druide die gewurzelt hat. Die sind halt immer noch nicht alle mitgekommen, keine Ahnung, was die da hinten casten. Ja, mach mal, weil der Druide die gewurzelt hat. Ja, ich weiß. So, der hat da ein Ding gemacht. Ach, das habe ich nicht gesehen. Ich stehe da hinter der Ecke und denk mal, wo bleiben die Kollegen? Wieso bin ich betört? Kriegst von mir Chaos Bolts, gell? Das ist suboptimal. Ich weiß jetzt auch nicht, was da. Dem sein Plan war, wenn ich ehrlich bin. Komm raus da. Ich hab noch eine Trap, gell? Ja, aber ich denke nicht, dass. Also, klar, ich hab die auch noch, da können wir immer irgendwen CC'en, wenn's ist. Ich weiß nicht, ob er da. Ich glaube, damit können wir sogar auch Spells interrupten. What? Wieso kickt keiner? Ich hab Kick Cooldown. Ah, der Heiler. Nur der Heiler hatte ready. Natürlich jetzt überhaupt. Tötet mich bitte nicht. Paul hat mich damals schon getötet, da war ich sehr verletzt. Ich habe gerade überlegt, soll ich trollen oder nicht? Ich habe gerade nichts mehr, keine Fähigkeiten mehr nutzen können. Warte mal, ich versuche den mal rauszukicken. Die sind ja richtig eklig, die Mobs, also ich glaube, die wissen. Lass mal auf Safe jetzt gehen ein bisschen. Wir haben noch 12 Minuten, wir müssen eigentlich jetzt gucken, dass wir da hochkommen. Na, schon glaube, wir brauchen halt noch 30%, ne? Ja. Ja. Nochmal, die Prozente kriegen wir nicht voll ohne den Boss. Oben. Wen meinst? Wir müssen nachher wieder nach Theater. Das ist in Time, könnt ihr euch abschließen. Ich sage nicht schon, seitdem wir angefangen haben, umsonst, dass wir bis zu dem einen. Gleich. Einmal die Gruppe. Ich weiß nicht. Es kommt jetzt schon noch einiges an Trash.
Also ich denke, wir die müssen geben nicht zum nichts, die glaub mir. Die Heilung da, okay, haben wir die? Hat ihn jetzt denn bitte schön gekillt? Ich knock die mal nochmal. Die hauen halt richtig rein. Diese Viecher hier, ne? Ich hab jetzt aber nichts mehr zum Unterbrechen, hab alles raus. Light-Ding kommt. Ja, wieso wieder auf mir? Ey, ich hab Unterbrechen, Knockback, alles. Warum? Warum? Ich lief gleich, ich schwör's. Wir hustlen hier rein und dann kommt Havoc auf mich. Na gut, ich denke mal, die müssen wir noch spielen und dann sind wir soweit fein. Ja. Ich denke mal, den Bediensteten können wir mitnehmen. Oder die andere Gruppe, die sollten wir nicht noch. Wobei, das sind auch so Non-Elite, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir die... Der macht hier irgendwie so eine Explore? Müssen wir halt schauen, wie es dann am Ende aussieht. Sendetechnisch. Ja, 80 haben wir jetzt schon. Also ich denke nicht, dass wir ins Theater müssen. Wo kommt denn jetzt der her? Okay, ich glaube mal, die können wir mit nach oben ziehen. Die Non-Elite. Also in dem Gang werden wir doch wohl noch 20% zusammenkriegen, wenn wir die Nassra 7 da auch noch rauspullen. Ach komm, das ist die Eule mit Star-Ding. Das kann ich mir nicht erzählen. Das hundertprozentig, ich habe die Dinger da fliegen gesehen. Starfall habe ich auch. Kreis fokussen. Ich habe jetzt nicht mehr viel. Bitte. Hast du... Soll ich dich rausfieren? Ja, wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Weil du stirbst jetzt halt an meinem Chaos Brain. Es war vorher auch schon die Eule, die ganze Scheiße gepullt hat. Also, ich glaube, hier in Karazhan darfst du keine Eule mitnehmen. Das ist einfach nur Abfuck. Lass doch frei, Norbert, du bist doch gleich hier. Naja, du kannst einfach von oben reinlaufen. Den Ding werden wir jetzt auch adden. Und euch halt übelst runter, ne? Jo, die müssen jetzt sterben. Ich versuch schon die ganze Zeit alle Interrupts und so rauszuhauen, die ich hab. Heilen sich halt auch blöderweise ein bisschen. Komm, ich kann sie nochmal knocken. Jo, ich bin jetzt betört. Das kriegt ihr aufs Maul. Die haben halt auch so eine Schattenheilung auch noch, ne? Wenn du die nicht kickst, heilen sie sich halt wieder die ganze Zeit gegen. Ja. Ach komm, den einen kann ich kicken und den anderen nicht. Da ist unterm Teppich das Blut, ne? So dumm. Ich hab die jetzt eben nochmal ins Blut reingedingst, weil da so unterm Teppich lag und ich das nicht gesehen habe. Perfekt. Schauen wir mal, ob wir da noch vorbeikommen. Die Kleinen, ich denke mal, die brauchen wir nicht. Ja, naja, eigentlich sieht's ja ganz gut aus, ne? Also ich glaube, dass wir sogar overcappen mit den Prozenten. Weil der Gang ist halt lang und viele Elite-Mobs. Wir können ja sonst auch shrouden. Stimmt, ja. Vollkommen recht. Wenn der Double hier nicht. Also, wenn halt nichts gefehlt wird. Und box sie nicht zu weit weg, sonst sind wir hier gleich. Der Druid hat die gerade gekickt.
cleaven die halt mit ihrem Schildschlag hier rein, ne? Ich versuche die wieder umzudrehen. Teppich unter dir, du wirst die Blutfläche nicht sehen, just saying. Ja, ich lauf dann eh nach hinten, sobald sie ihr Blut droppen, renne ich nach hinten. Ja, ich kann einfach, okay, ich ziehe sie jetzt, der stirbt jetzt gleich. Oder auch nicht. Brauchen halt irgendwie ewig, um diese Viecher runterzuhauen, ne? Jo, irgendwie. Ja, gut, dann. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Putt, ne? Vorsicht, Frontal. Ist unser Heiler gerippt? Ich weiß es nicht. Bleib liegen, Norbert. Ja. Okay. Ich hol dich. Würde die ja gern zusammenziehen, aber dann läuft er durch das Blut durch. Norbert, du hast ein BR. Was haben wir denn? Was bringen die hier? 0, können wir die einen beiden noch rein? Okay, ich bin gestunt. Macht wieder seinen Hit. Ich versuche sie rauszukicken. Passt auf. Ja, es liegt wieder komplett unterm Teppich hier. Zieh die jetzt zu den anderen rein. Ich denke mal, die werden wir auch noch brauchen. Pass auf, der Front. Aber dann sei vorsichtig, okay? Danach sei vorsichtig. Wegen Prozenten, weil ich glaube, wir sind danach. Ja, danach kommt eh der Boss. Also mehr brauchen wir nicht. Seitlich könnten wir die zwei Nasra 7 spielen, aber die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Ja, super, wo gehe ich jetzt? Dann ziehst du in den Raum rein. Ich hoffe, wir hätten den Boss jetzt da nicht. Das wird nicht ganz reichen, ne, die zwei. Aber dann spielen wir den Boss und dann machen wir noch die restlichen Prozente. Digga. Komm. Auf geht's. Was muss man hier nochmal machen, Norbert? Du musst in die Fläche rein, wenn er seinen Cast channelt. Ich sag's dann nochmal an. Und mit dem Ding muss nach außen laufen. Hier mit dem jetzt nach außen. So weit wie möglich. Ja, okay. Gut. Weil du, die Fläche wird halt immer größer, ne? Ich finde es manchmal. Norbert, wieso mutest du dich, Bruder? Nicht gut. Wir müssen halt ein bisschen interrupten und in die Fläche auf keinen Fall rein. Außer nachher, wenn wir quasi. Wenn er seinen Debuff macht. Ach, ich sag's dann gleich nochmal an. Jetzt mal den hier noch. Größer wird die Fläche. Jetzt musst du einmal rein in die Fläche. Rein. Und raus. Okay. Und jetzt alle CDs ziehen und auf das Schild durchprügeln. Jetzt brauchen wir Damage. Oh, okay, jetzt können wir ihn interrupten. Gut. HT haben wir auch laufen, der Schamim hat das gut gemacht. Ich hoffe, wir müssen es nicht nochmal spielen. Zieht er ganz nach hinten am besten. Und raus, so schnell wie möglich. Du kriegst da einen Debuff, der haut richtig, rötelt richtig Damage rein. Aber muss der Heiler ordentlich kurbeln. Ich hoffe, wir sind schnell genug, dass wir es nicht nochmal haben. Ich denke, das müsste ausgehen. Wo geht aus? Glück gehabt. Hey, was? Wir brauchen noch einen Trash-Mob. Jetzt darf halt keiner sterben, zieh einfach nur. Hast du noch CDs? Einfach auf Totenkopf durchziehen. Hast denn hier irgendwas komisches? Ich glaube, da macht jeder auf was anderes Damage, kann das sein?
Der eine Dreieck stirbt schneller, scheint's mir. Wir sind solche Spaßvögel, echt. Ey, der Key ist nur in time. Das ist dumm. Ach, die Kiste ist auch bei der Maid. Ich bin nur in die Schliefläche reingelaufen. Holy moly. Also es war jetzt nicht optimal, aber ich glaube, der Weg über die Küche war ganz okay. Oh, ich krieg wieder kein Item. Jetzt flamet doch euch jetzt hier nicht gegenseitig, ist doch alles gut. Was haben wir denn? Den Hals. Ach, der Hals ist schon wieder gedroppt. Den habe ich schon. Irgendwas Leder. Gut, dann können wir jetzt mal gucken. Ist der Key jetzt zumindest auch schon mal abgehakt?